Willkommen im Die Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten elektrischen Fußbodenheizungen ansehen. Das Thermofol TF310 ist ein komplettes Set für Infrarotheizung, das sich besonders gut für die Installation unter Fußböden eignet. Das Set umfasst eine Heizfolie mit einer Leistung von 220 Watt pro Quadratmeter und einer Fläche von 5 Quadratmeter. Die Infrarotheizfolie eignet sich sowohl für Fußboden, Wand- als auch Deckenheizungen und lässt sich einfach unter verschiedenen Bodenbelägen installieren. Der mitgelieferte Thermostat ermöglicht eine präzise Steuerung der Raum- und Bodentemperatur und enthält zwei Temperaturfühler, um eine flexible Temperaturregelung zu gewährleisten. Ein Nachteil dieses Produkts ist die Tatsache, dass es spezielle Installationserfordernisse hat. Für den Anschluss an das Stromnetz wird ein Elektriker benötigt und es ist unbedingt notwendig, eine geeignete Dämmung zu verlegen, damit keine Wärme in den Boden verloren geht. Außerdem kann das System bei zu großen Räumen ineffizient sein, da der Thermostat nur Flächen bis 13 Quadratmeter unterstützen kann, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind. Insgesamt bietet das Thermofol eine hochwertige Lösung für Infrarot-Fußbodenheizungen, die besonders für kleinere Räume oder Zonenheizung geeignet ist. Die einfache Installation und die energiesparende Technologie machen es zu einer attraktiven Wahl für Heimwerker und Hausbesitzer. Weitere Informationen und Preise sind über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon verfügbar. Die AEG Comfort Wellness ist eine elektrische Fußbodenheizung speziell für den Einsatz in Nassbereichen wie Duschen oder Wellnesszonen. Sie eignet sich ideal für kleine Fliesen und Mosaik, da der Heizleiter im engen Abstand von nur 45 mm verläuft, was eine gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht. Die selbstklebende Heizmatte ist einfach zu installieren und kann direkt unter den Bodenbelag geklebt werden. Sie ist für Renovierungen und Neubauten geeignet und sorgt schnell für angenehm warme Fußböden. Ein Nachteil dieser Heizmatte ist ihre relativ kleine Abdeckfläche von nur 0,6 Quadratmeter, was sie für größere Räume ungeeignet macht. Außerdem wird kein Thermostat mitgeliefert, was bedeutet, dass ein separater Thermostat erworben werden muss, um die Temperatur zu regulieren. Ein weiterer Punkt ist, dass die Installation aufgrund der nötigen elektrischen Anschlüsse am besten von einem Fachmann vorgenommen werden sollte. Insgesamt ist die AEG Comfort eine hervorragende Wahl für kleine, nasse Bereiche wie Duschen oder Wellness-Ecken. Sie bietet eine schnelle und effiziente Wärmeverteilung mit einfacher Installation. Den Preis und weitere Details finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die eTherma 1624 ist eine dünne Fußbodenheizung, die speziell für den Einsatz unter Fliesen in dünnen Kleberbetten entwickelt wurde. Sie bietet eine flächendeckende Heizleistung von 160 Watt pro Quadratmeter und eignet sich ideal zur Temperierung von Böden in Wohn- und Badezimmern. Dank ihrer geringen Aufbauhöhe von nur 2,7 mm lässt sie sich problemlos in Fliesenkleber integrieren und bietet eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Betrieb erfolgt nahezu magnetfeldfrei durch die Dipol-Ausführung. Nachteile dieser Matte sind das Fehlen eines integrierten Thermostats sowie eines Bodentemperatursensors, die separat erworben werden müssen. Zudem ist sie mit 24 Volt Spannung ausgelegt, was eventuell eine Anpassung der Stromversorgung erforderlich machen kann. Sie ist außerdem nur für Innenräume und nicht für Außenflächen oder Dächer geeignet. Insgesamt ist die eTherma 1624 eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine bis mittelgroße Räume. Sie ist ideal, wenn ein niedriger Bodenaufbau erforderlich ist und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen. Weitere Informationen und Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Das AEG Basisset Plus ist eine elektrische Fußbodenheizung, die speziell für den Einsatz unter Fliesen oder Naturstein entwickelt wurde. Sie ist ideal für große Flächen mit klaren geometrischen Formen und eignet sich sowohl für Wohn- als auch für gewerbliche Bereiche. Dank der gleichmäßigen Wärmeverteilung über die selbstklebende Dünnbett-Heizmatte sorgt das System für schnelle und effiziente Heizleistung. Der beiliegende programmierbare Thermostat ermöglicht eine komfortable Steuerung der Temperatur mit Wochenprogramm, was die Anpassung an individuelle Bedürfnisse erleichtert. Ein Nachteil dieses Systems ist, dass es nur für keramische und ähnliche harte Bodenbelege geeignet ist. Die Installation sollte zudem von einem Fachmann vorgenommen werden, insbesondere in feuchten Bereichen, wo die Schutzklasse IPX7 eine sichere Nutzung gewährleistet. Auch wenn die Verlegung mit der selbstklebenden Matte vereinfacht wurde, erfordert das System trotzdem präzise Planung und Vorbereitung.
Insgesamt bietet das AEG Basis eine kostengünstige und effiziente Alternative zu traditionellen Fußbodenheizungen, besonders in energiesparenden Häusern oder Niedrigenergiebauten. Der Lieferumfang umfasst die Heizmatte, einen Regler sowie das nötige Installationsmaterial. Weitere Informationen und Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Danfoss EC-Matt ist ein elektrisches Heizmattensystem, das sich hervorragend für die Fußbodenheizung eignet. Es hat eine Heizleistung von 150 Watt pro Quadratmeter, was für gleichmäßige Wärme sorgt. Das Set enthält die nötigen Zubehörteile, darunter den EC-Temp-Touch-Thermostat, Flexrohr und Nägel zur Befestigung. Das Heizkabel ist als Doppelleiter ausgeführt, was eine besonders sichere und effiziente Wärmeverteilung garantiert. Mit den Maßen von 0,5 x 2 Meter lässt es sich flexibel in verschiedenen Räumen verlegen. Ein möglicher Nachteil des Produkts ist die beschränkte Abdeckungsfläche von 1 Quadratmeter, wodurch bei größeren Räumen mehrere Matten nötig sein könnten. Außerdem sollte das System bei sehr kalten Außentemperaturen oder in schlecht isolierten Bereichen in Kombination mit anderen Heizsystemen verwendet werden, da es allein möglicherweise nicht ausreicht. Insgesamt ist das Danfoss EC-Matt eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für Fußbodenheizungen in kleinen bis mittleren Räumen. Die Kombination mit dem digitalen EC-Temp-Touch-Thermostat sorgt für eine komfortable Steuerung. Der Preis für das System kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Die Danfoss DEV-IMAT Heizmatte ist ideal für Fußbodenheizungen und bietet eine effiziente Heizleistung von 150 Watt pro Quadratmeter. Mit dem intelligenten Thermostat DEVI REC Smart lässt sich die Temperatur präzise steuern, was zu einem höheren Komfort führt. Die Heizmatte ist dünn und einfach zu installieren, auch in Räumen mit begrenzter Bodenhöhe. Ein Nachteil dieses Produkts ist, dass es relativ teuer sein kann und die Installation möglicherweise professionelle Hilfe erfordert, insbesondere bei komplexen Räumen oder größeren Flächen. Außerdem sind die Heizmatten speziell für Innenräume vorgesehen und nicht UV-beständig. Zusammenfassend eignet sich die Danfoss DEV-IMAT für eine komfortable und energieeffiziente Fußbodenheizung in Wohnbereichen. Der Preis kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Das E-Thermaset E-Floor ist eine effiziente Fußbodenheizlösung für Laminat- und Parkettböden. Es enthält eine 120 Watt pro Quadratmeter Laminotherm Dipol Heizmatte und das intelligente Thermostat E-Touch Pro, das eine einfache Steuerung der Raum- und Bodentemperatur ermöglicht. Die Heizmatte ist nur 1,3 mm dick, was sie besonders geeignet für Renovierungen oder Nachrüstungen macht, da sie direkt unter dem Bodenbelag installiert werden kann. Mit einem modernen Farbdisplay und programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten bietet das Thermostat eine benutzerfreundliche Steuerung. Nachteile dieses Systems sind, dass es nicht für Außen- oder Dachflächenheizung geeignet ist und aufgrund der elektrischen Anforderungen in manchen Ländern die Installation durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden muss. Die Heizleistung von 120 Watt pro Quadratmeter ist für Wohnräume gut geeignet, aber möglicherweise nicht ausreichend für größere, schlecht isolierte Bereiche. Insgesamt bietet das E-Thermaset E-Floor eine hochwertige und komfortable Heizlösung für Innenräume, die einfach zu installieren ist. Der Preis des Sets kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!